Willkommen zurück, ich bin Adam Wilczek von MechDU und heute geht's an unseren Octavia weiter. Was habe ich da genau gemacht? Hier oben könnt ihr euch genau anschauen. Im Grunde genommen habe ich das Getriebe ausgebaut, ein paar Wartungsarbeiten am Getriebe durchgeführt und jetzt geht's Richtung Zusammenbau. Ja, ganz wichtig, bevor wir alles wieder zurückmontieren, hier kommt gleich die Schwungscheibe wieder drauf. Ich habe hier ein Tool, das ist ein Zentrierwerkzeug. Teilnummer gibt es wie immer unten in der Infobox. Hier ist es die 3190A. Fangen wir jetzt erstmal auf der Seite an. Wir haben ja hier die Schwungscheibe und ich gehe einfach noch ein bisschen hier drüber mit Stahlwollvlies, um das ein bisschen sauber zu machen. Natürlich hat man das auch ruhig vor der Montage des neuen Dichtflansch machen können. So. Natürlich verwenden wir neue Schrauben und wir setzen das Ganze mal auf und ich werde gleich noch was dazu sagen. Okay, vergessen wir nicht, das aufzusetzen und es war richtig rum. Hier muss es dahinter sein und damit hat sich's. Ist wichtig, dass das Ganze sitzt. So, dann schrauben wir das Ganze mal ein bisschen zu. So, und jetzt brauchen wir noch eine Ratsche. Ja, 60 Newtonmeter. So. Ja, jetzt machen wir uns erstmal Markierungen. So, dann gucken wir mal, ob wir 90 Grad schaffen. So, jo, bevor wir hier starten, müssen wir noch eine Sache machen, da müssen wir schön zum Getriebe gehen. Wir haben hier dieses Fett vom Sachs und das machen wir jetzt ganz leicht hier drauf. Und jetzt tun wir das Ganze mal drauf. So. So, und das überschüssige Fett, was ihr hier jetzt seht, ja, das nehmen wir weg. Und das machen wir jetzt nochmal in der Richtung, in die andere Richtung. Das ist kein Problem. Das passt ja drauf. So. Auch hier das überschüssige weg, Fett einfach entfernen. Einfach mal Bremsreiniger nehmen und hier mal sauber machen. Hätte man ja auch natürlich vorher machen können. So, wichtig ist bei der Montage, es gibt zwei Richtungen. Ihr könnt jetzt theoretisch auch so montieren. Das wäre falsch, ja. Das merkt man auch, weil das Ganze absteht. Ja, das geht so nicht. Wichtig, Montage so rum. Hier haben wir den Zentrierdorn. Der Zentrierdorn sollte durchpassen. Sollte. Also bei mir, ich hoffe man sieht, es geht jetzt leicht. Ich musste den Zentrierdorn ein paar Mal durch, durch die alte Kupplung durchstecken. Ich glaube, dadurch, dass er lackiert ist, ja, hat sich die Farbe erst abgenutzt und dann passt er halt genau. Durch die Farbe, ja, war das sehr, sehr eng. Also habe ich den ein paar Mal durch die alte Kupplung durchgesteckt. Und jetzt geht der, also jetzt geht der Zentrierdorn sehr leicht drauf und runter.
Ja, dann ist das alles hier auch zentriert und wir können das wieder montieren. Einmal kurz mit Bremsreiniger reinigen, aber nur den Bereich der Kupplung. Kontrolle, ob wir hier sitzen. Sieht also sehr gut aus. Wichtig ist jetzt, wenn wir das Ganze festschrauben, dass wir gleichmäßig festziehen. Ja? Nicht, dass wir hergehen, hier festziehen, da festziehen und dann verzieht sich der ganze Bereich der Kupplung. Ja? Das wäre wirklich fatal. Deswegen an der Stelle wirklich wichtig, dass wenn wir das Ganze jetzt festziehen, dass wir parallel das Ganze immer um die gleiche Umdrehung festziehen. So, ganz leicht anziehen, also nicht fest anziehen. So. Und damit haben wir es draußen. Jetzt komm mal her. Warte, ich kann hier hinten so. Okay, ja. Schön langsam. Langsam. Okay. Glaube ich mit. Halt, ich häng. Du musst jetzt langsamer machen. Nicht zu schnell. Viel langsamer, länger. Warte. So. Ja. Warte. Okay, warte. Ich will nicht, dass das irgendwo hängen bleibt, okay? Weiter. So. Halt. Ja. So muss es. Jetzt, jawohl! Siehst du, da hat das Mühe gefehlt. So, aber ich wasche jetzt genau den richtigen. Scheiße. Punkt. Eine Schraube. Und du haust das Ding rein. Ging ja erstaunlich gut, das Einsetzen des Getriebes. Alle M12er Schrauben werden mit 80 Newtonmeter angezogen, alle M10er Schrauben mit 40 Newtonmeter. Und wir fangen gegen den Uhrzeigersinn an. Aber mit dieser Schraube hier 80 Newtonmeter. So, auch 80 Newtonmeter. So, jetzt schrauben wir das mal raus hier. So, ich habe hier diesen Drehzahlgeber hinten rausgeschraubt. Das habe ich euch leider nicht gezeigt, aber das ist jetzt einfach wieder aufsetzen. Der sitzt da hinten. Der hat sich ja das letzte Mal gedreht. Wir setzen jetzt den Anlasser ein. Ich habe die Schrauben vorher gereinigt, weil die waren hier oben sehr verdreckt. Ganz wichtig an der Stelle, ich habe jetzt hier beim Anlasser ein Problem erkannt, und zwar dieses hier. Ja, das muss man einfach reinigen. Das machen wir jetzt mal geschwind. An der Stelle machen wir das Ganze mal erstmal grob sauber. Am besten wäre es natürlich, die Mutter zu ersetzen, aber leider habe ich sie jetzt nicht hier. So, die Mutter sollte sich leicht draufschrauben lassen und leicht runterschrauben lassen. Dann sind wir fertig. Und
Ganz wichtig, den Anlasser nicht hier packen, sondern am besten hier, ja, so packen. Sonst quetscht ihr ihn euch und dann ist er kaputt. So, bevor wir den einsetzen, sollten wir den vielleicht ein bisschen fetten. Legen wir hier ein bisschen Fett drauf. Auch auf die Zähne. Ja, dann setzen wir das Ganze hier wieder ein. Auch hier 80 Newtonmeter, weil das eine M12er ist. So. Und dann noch die untere Schraube. Ich habe festgestellt, dass dieser Kühlmittelflansch, der hier dran ist, undicht ist und die Dichtung tauschen wir gleich mit aus. Ach, das ist ja jetzt natürlich... Oh, Scheiße. Ich muss ja auch so noch den Schlauch hier tauschen, weil der porös geworden ist. Den kann ich ja teilweise auseinanderrupfen. Ja. Und das sollte eigentlich nicht gehen. Und dementsprechend, ihr seht es ja auch, hier sind auch Löcher drin schon. Also der Schrott, das ist nur eine Gefahr, dass ihr dann Unterdrucklöcher habt. Ja, aber man sieht es zumindest das Problem, glaube ich. Ja. Die haben sich hier was phänomenal Gutes einfallen lassen. Das Ding hier ist verbunden mit dem Rohr. Das ist ja in Ordnung. Aber das Rohr geht einmal um den Motor bis darüber. Ich werde nichts sagen. Aber an erster Stelle ist es der beschissen montierteste Flansch, den ich je gesehen habe. Führt keinen Weg vorbei. Das Problem ist, das Kühlmittel läuft rundherum um den Motorblock. Man müsste also jetzt hergehen und die Zündspule ausbauen und hier vorne die Ansaugbrücke ausbauen. Geil, ne? Hat sich wieder jemand phänomenal was überlegt wegen einer Dichtung, die 60 Cent kostet. AGN-Motor, 1,8 Liter Maschine, Baujahr 98, Arschlochschraube. Bitte merken. Also hier, ja, das ist der Dichtung, die hier mal drin war. Falls ihr Teile oder Werkzeug wollt, das ihr hier gesehen habt, einfach unten in der Infobox mal nachschauen, da findet ihr die wichtigsten Infos oder vielleicht auch Links zu anderen Videos. Ganz wichtig an der Stelle zur Schwungscheibe, denn die Frage kommt bestimmt, wieso hast du das alte Teil wieder eingesetzt? Das kannst du, das geht ja gar nicht. Erstens ist es ja kein Zwei-Massen-Schwungrad, sondern eine normale Schwungscheibe. Und das zweite ist, die kostet neu 500 Euro. Also muss man sich das überlegen, ob sich das überhaupt rentiert für so ein Auto. Ich bin zum Motorinstandsetzer mit der Schwungscheibe gefahren, weil man kann die dann planfräsen und das Ganze dann vom Motorinstandsetzer machen lassen. Aber der hat mir eine Entfernung gegeben, hat gesagt, alles gut, die Schwungscheibe sieht sehr gut aus für die Laufleistung, die kann ich bedenkenlos einsetzen. Deswegen habe ich sie jetzt eingesetzt. Das Einzige, was ich jetzt nicht auf dem Video habe, ist, dass ich sie noch kurz angeschliffen habe vom Getriebe montieren. Habe ich irgendwie vergessen, aber da, ihr wisst es einfach. Einfach kurz mal anschleifen. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn ihr dabei seid. Mein Name ist Armin Wilczek von MechTU. Vergesst mich nicht zu abonnieren, schaltet wieder ein und schreibt mir natürlich einen Kommentar, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.